Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen. Nein, das wird kein neues Let's Play, aber es wird zumindest ein Game, das ich von Zeit zu Zeit spielen werde und euch zeigen werde. Das ist Animal Crossing New Horizons. Ich weiß, das ist nicht brandneu. Aber trotzdem habe ich Gefallen an im Spiel gefunden und da ja jede Insel so mega individuell gestaltet werden kann, wie man es gerne hat, werde ich euch von Zeit zu Zeit meinen Progress zeigen und heute stelle ich euch zum ersten Mal meine ganz persönliche Insel vor. Wir starten gleich rein. So, das ist sie, unsere Insel. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Hausführung. Gehen wir doch mal rein. So, ihr seht, das ist mein Hauptraum. Was gibt es hier zu entdecken? Wir haben hier ein Unterwasser-Theme mit dem Boden als hier schöner Bodengrund. Dann habe ich hier auch noch ein paar Pflanzen ausgestellt. Die zeige ich euch hier. Und in der Mitte ein Fischteppich passend zu dem Theme. Dann gibt es hier noch ein Mensch ärgere dich Spiel, weil das so mein Lieblingsbrettspiel ist, das es überhaupt gibt. Hier kann man sich gemütlich hinpflanzen und ihr seht schon, hier sind ein paar Trophäen. Hier habe ich ein paar Skorpione gefangen, die sind ja relativ selten. Und auch mein Angelpokal und mein Insektenpokal, beides in Gold. Dafür braucht man ja bekanntlich 300 Punkte. Hier haben wir noch ein nettes Aquarium, hier eine Muschellampe. Ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Im nächsten Raum erwartet uns ein Musikzimmer. Hier ist das Topic natürlich Musik. Das wird hier komplementiert durch die Bienenwaben. Es gibt hier also sehr, sehr viel Gelegenheiten, Musik zu hören, aber auch Musik zu machen. Wie zum Beispiel hier, ihr hört's, oder mein absolutes Lieblingsteil, das Klavier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Man kann hier auch ein bisschen rumtrommeln. Und dann habe ich noch ein paar gemütliche Hocker, also insgesamt ein sehr schönes, kleines, gemütliches Zimmer. Und wir gehen wieder weiter. Dann habe ich hinten, hier hinten, im Erdgeschoss, mein Haushaltsraum, wie ich ihn gerne nenne. Das ist so ein bisschen von allem hier, kann man waschen. Man kann auch kochen, ihr seht's, asiatisch mag ich sehr gerne. Aber man kann auch Sachen basteln. Und weil mir mein Fahrrad so viel lieb und wert ist, habe ich es hier oben hingehängt. Dass auch keiner drankommt, wenn mal ein Dieb reinkommt. Ich kann hier auch noch bügeln. Oder andere Hausarbeiten verrichten. Und natürlich kann ich hier auch neue Dinge erstellen. Das werden wir aber jetzt nicht machen, sondern wir gehen direkt weiter in eines meiner absoluten Lieblingszimmer. Und das ist hier zur Linken. Das ist das Gaming-Zimmer, man sieht's. Es ist schon sehr futuristisch eingerichtet. Wird aber natürlich aufgrund der vielen Monitore und des Gaming-PCs sehr, sehr laut. Hier habe ich auch noch ein bisschen den Nebel-Theme. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und natürlich Bildschirme en masse. Bin hier on air, da kann ich streamen, aber es ziert auch eine schöne Wrestling-Figur mein Zimmer. Und ein wunderschöner Ofen.
kann hier den Fernseher noch ein- und ausschalten. Und ihr seht's, hier habe ich noch eine Pinnwand für die wichtigsten Dinge, die noch zu erledigen sind. Aber hin und wieder braucht man auch neue Kleidung. Die habe ich hier auch. Hier ist es ein bisschen unaufgeräumt, ihr kennt's, aber das habe ich möglichst gut versteckt. Und hier ist noch so ein altes Fernseh- und DVD-Gerät. Vielleicht kennen es manche noch. Auch die Ventilatoren dürfen hier nicht fehlen, denn es wird manchmal ganz schön heiß. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den ersten Stock. So, was haben wir hier? Das ist so mein Gemütlichkeitszimmer, mein Wohnzimmer, würde ich fast sagen, nur dass eine Couch fehlt. Hier kann man spielen, alle meine Lieblingsgames. Tischfußball, Billard, Flipper oder auch Darts. Und hier gibt's einen gemütlichen Stuhl nach dem anderen. Ich glaube, das ist mein Favorite, aber ich möchte mich auch manchmal gern massieren lassen und deswegen haben wir hier auch einen Massagesessel. Da ich ja asiatisches Essen über alles liebe, ist natürlich hier asiatische Kulinarik im Vordergrund. Wir haben Sushi, wir haben Ramen, wir haben Dumplings, wir haben einfach alles, was das Asia-Liebhaberherz begehrt. Und ein kleines Detail hier ist noch eine China-Lampe, wie ihr sie aus den China-Restaurants kennt. Hier ist noch ein gemütlicher Stuhl. Und es ist hier auch für genügend Vorrat gesorgt. Also an Lebensmitteln mangelt es mir hier nicht. Oben ein schönes Teeset und noch ein bisschen gute Musik für das Gemüt. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal runter. Im Keller ist jetzt hier noch nicht so viel, da mache ich so wie bei mir zu Hause, da erwartet einen die Muckibude, hier wird geschwitzt, ja hier ist es auch kalt genug, um ein bisschen schwitzen zu können. Und wir können hier ein bisschen bouldern, klettern, Übungen machen, eine Hantelbank haben wir auch und ein Fahrrad, auch Boxen ist möglich. Und wir können uns hier noch direkt umziehen. Vielleicht werde ich hier sogar noch eine Dusche oder eine Sauna einrichten. Aber wer weiß da schon, was in Zukunft noch kommt. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt die ganze Insel an. Mein Anwesen habe ich hier eingezäunt. Es ist hier vorne das Muschel-Theme. Das sieht man hier beim Vordereingang auch und auch an der Tür. Dann gibt es hier hinten eine nette Ecke. Da kann man sich's gemütlich machen im Pool oder einfach nur ein bisschen sich hinsetzen. Hier habe ich ein paar Antiquitäten aus Sternensplitter. Und Gartenpflege ist natürlich auch wichtig und die kann man hier durchführen. Dann geht's hier weiter, da ist ein bisschen eine Baustelle. Wir wissen noch nicht, was hinkommt. Gleich daneben ein paar Piraten- und Ölfässer neben den Palmen. Dann ist hier auch schon, weil es so günstig gelegen ist, eine Solaranlage. Hier können sich auch Touristen ein bisschen sonnen am Strand. Man kann hier angeln gehen. Und hier ist noch ein kleines Detail mit dem Leuchtturm. Aber es gibt halt immer wieder Leute, die schwemmen Reifen an den Strand und das finde ich eigentlich nicht gut, wenn man im Meer seinen Müll entsorgt. Aber gehen wir erstmal weiter. Dann gehen wir hier auf das erste Plateau rauf. Das ist so die Asia-Natur-Ecke. Einmal den Gong geschlagen hier mit seltenen Steinen, seltenen Vasen und Altaren.
Auch ein kleiner Brunnen darf nicht fehlen und eine Kochstelle, denn ich habe ja immer Hunger. Hier wird traditioneller Tee und Fisch zubereitet. Und ihr begrüßt uns auch schon Godzilla, der uns mächtig anguckt. Oh, oh, Hilfe. Ihr seht, er spuckt ein bisschen Feuer. Ein schöner Brunnen ist hier noch im Zentrum des Geschehens und ein Steinlöwe. Hier haben wir noch ein paar kleine Details, um die Natur zu umrunden. Und das hier ist noch nicht ganz fertig, aber das wird so eine Magie- oder Hexenecke. Und dann geht's hier auch schon weiter. Hier oben weiß ich noch nicht ganz, vielleicht will ein Bewohner ja hier raufziehen, aber das muss ich noch ein bisschen mit Terraforming gestalten. Das ist jetzt Work in Progress, wir sehen uns das ein anderes Mal an, aber so können wir auch schön unseren Fortschritt tracken. Auf das bin ich sehr, sehr stolz. Ihr seht, das ist meine Kirmesecke. Wenn ihr ein paar Frame Drops bekommt, ist es ganz normal, denn es ist hier wirklich sehr, sehr viel los. Wir starten nochmal mit dem Wegweiser. Auch sehr baby- und kindergerecht. Hier der Sitzplatz und dann gibt es natürlich Süßigkeiten. Im Zentrum des Geschehens steht mein Heldenroboter, der auf einer kleinen Insel steht. Getränkeautomaten sind auch hier und auch die Toiletten darf man nicht vergessen. Es gibt hier eine nette Kirmesuhr, Zuckerwatte, dann kann man hier mit den fliegenden Tassen fahren. Es gibt für die ganz Kleinen auch Entertainment, ein Riesenrad, Schießbudenfiguren, Popcorn, Softdrinks und ein kleines Pferdchen. Hier kann man sich ein kleines Nickerchen gönnen, aber auch die Seifenblasenmaschine ist am Start, die das Ganze ein bisschen abrundet. Dann gibt es hier noch ein Wurfspiel. Es gibt Ballons für alle, die Geburtstag haben oder auch einfach so Ballons kaufen wollen. Man kann sich hier auch ein Eis gönnen und natürlich kann man ein bisschen die Aussicht genießen mit diesem Fernrohr, aber das ist nicht kostenlos. Dann gibt es hier für die ganz Kleinen eine Spiel- und Sandkastenecke und hier der Riesen-Dumbo, der alle begrüßt. Und da kommen wir auch schon zum Ausgang. Hier kann man naschen, was das Zeug hält. Aber ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter. Hier gibt es noch Pfirsiche oder man kann sich auch mal die Hände waschen, wenn man zu viel Zuckerwatte gegessen hat. Aber gehen wir doch weiter. Links seht ihr schön alles in monochrom weiß gestaltet. Das ist die Halloween-Ecke. Da bin ich besonders stolz drauf, habe ein paar Sachen getradet, auch von ein paar Spielern Geschenke bekommen und so konnte ich die wirklich schön vervollständigen. Rechts daneben bzw. oben ist jetzt hier noch ein Feld bzw. mehrere Felder, auch ein Windrad, ein Traktor und was haben wir denn da? Eine Münze haben wir noch vergessen. Haben hier auch ein kleines Lagerhaus und hier wird so alles angebaut, was auf der Nugworld meiner Insel gegessen wird. Hier haben wir noch Buchsbäume. Auch Bienen, also Honig haben wir frischen und Dörfisch. Alles ist am Start und natürlich genügend Gemüse. Und Tomaten, das ist natürlich eine Frucht. Dann gucken wir mal weiter. Hier wollte ich mal eine Blumenecke machen, da ist noch nicht viel los. Vielleicht können wir das noch vervollständigen mit ein paar Parkbänken und ein, zwei Attraktionen. Dann gehe ich mal auf die zweite Plateauebene. Hier ist ein Pavillon, hier kann man einfach chillen. Und dann kommen hier schon die ersten Blumen, auch mit dem Nadelwald. Und hier kommt meistens Rainer, da legt Rainers Schiff an. Ihr seht, das Skelett ist links im Bild. Das habe ich extra als Detail hier hingemacht und hier gibt es eine Höhle, die nach unten führt, aber das war mir noch zu gefährlich hier reinzugehen, also gehe ich schnell weiter. Bisschen mehr in die Mitte, das ist meine Rot-Weiß-Rot-Ecke mit Kirschbäumen
und Rot-Weiß-Rot-Blumen. Und hier haben wir auch einer unserer Bewohner, das ist der liebe Knut. Den lassen wir jetzt mal in Ruhe für die Führung. Und da haben wir so einen Stein, der von der Osterinsel kommt. Dann geht es wieder höher. Auf dem Plateau haben wir ein paar Palmen. Tatsächlich auch eine Hängematte, bei der man sich sehr gut gemütlich machen kann. Ich lege mich schon mal rein. Und was hier noch kommt, da gibt es dann einen Wasserfall, der nach unten führt. Aber da gehen wir nochmal hin. Dann können wir die Runde drehen. Hier ist nochmal ein Spazierweg mit Nadelbäumen. Man kann hier auch die Aussicht genießen. Dann haben wir zwei Soldatenfiguren, die Spalier stehen. Und dann kommt auch schon die erste Wohnsiedlung mit einem blauen Aufgang. Hier sind die meisten meiner Bewohner im Zentrum, ein Brunnen, ein paar schöne Häuser, Wäscheleien dürfen natürlich nicht fehlen, Fahrräder oder auch mal etwas, um schön im Garten zu sitzen und zu chillen, auch ein paar Blumen. Hier haben wir noch einen Feuerwehrschlauch und ein Vogelhäuschen. Und für die Bewohner gibt es immer frischen Salat, der von den Erntefeldern kommt. Mir auch noch ein Windrad, schöne Blumen. Oh, da kommt noch was. Das werden wir natürlich gleich noch holen. Alles Gute kommt von oben. Mir auch noch eine Bank. Und der hier hat sogar eine Klimaanlage. Ihr hört sie, sie ist mega laut. Hier ist der Western Boy. Aber da gehen wir jetzt nicht rein. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ich will jetzt nochmal weitergehen zum Zentrum. Schönes, freiverkäufliches Blumenbeet, wo ich Blumen züchte, kreuze und anbaue. Dann ist hier unser Campingplatz, der oftmals sehr laut ist, aber bei drei Verstärkern ist das jetzt auch kein Wunder. Dann habe ich hier meine ganzen Gyroiden. Wir sind übrigens wieder bei meinem Haus angelangt, also gehen wir nochmal weiter nach Westen, damit wir nicht nochmal das gleiche machen. Was habe ich hier vor? Lauter gleiche Bäume in einer Reihe mit den passenden Lichtspots. Also hier ist die Birnenallee, dann kommt die Apfelallee und so weiter. Das ist mein Museum. Hier gibt es auch neuerdings Kaffee. Deswegen ist hier auch ein passendes Schild. Dann dieser Bewohner verkauft Schwarz, Benzin und Diesel. Deswegen hat er hier so ein Lager. Dann soll am Strand auch noch eine Bar kommen. Für das habe ich jetzt schon mal zwei Palmen, Leuchtpalmen vorbereitet. Aber ihr seht, es ist noch nicht ganz fertig. Dann habe ich einen Bankomaten. Das erleichtert mir, Geldtransfers zu machen. Dann muss ich nicht immer ins Nook Center. Hier ist noch die Schneiderei. Daneben der Shop. Er hat heute ein paar frische Fische im Angebot. Und hier gibt es noch einen Brunnen. Und natürlich ist jeder willkommen auf der Nugworld, auf meiner Insel. Deswegen gibt es hier ein reichhaltiges Buffet. Es werden Angeln und Fahrräder zur Verfügung gestellt für alle Gäste. Das hier ist mein Rathausplatz. Das ist nichts Spektakuläres. Wir haben hier noch ein Detail mit der Nackflagge. Und da gehen wir direkt weiter, denn es sind noch mehr Bewohner auf dieser Insel von diesen dreien. Hat jeder ein Haustier? Und einen eigenen, ja, soll ich sagen, Pool oder Naturpool, wie man es nennen will. Die haben es hier ganz chillig und schön. Das ist ein bisschen die reichere Gegend. Dann möchte ich euch noch was zeigen. Hier habe ich sozusagen eine Insel auf der Insel gebaut und das ist eine Roseninsel.
Da muss ich noch ein paar Verschönerungen vornehmen, aber ich glaube, von der Idee ist es mir schon ganz gut gelungen. Jetzt, wenn ich hier nach Westen wandere, gehe ich wieder zurück zum Palmenstrand, der sich auf der zweiten Etage befindet. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin, sondern ich zeige euch noch ein kleines Detail. Wir haben hier im Westen noch einen Strand. Hier könnte man auch noch ein paar Sachen machen. Dann gibt es hier eine Sitzecke, ganz in weiß gehalten. Und einen Basketballplatz tatsächlich. Hier ist unser Fahrer, wartet stets mit dem Auto auf uns. Und zwei Bewohner haben wir hier noch wohnen. Einen sportlichen, ganz neben dem Basketballplatz. Das ist Rudi, das ist so ein Muskelfan. Ja, man würde fast sagen Bodybuilder, aber wir haben noch einen Sportfan, das ist der Hamid. Vielleicht seht ihr den auch noch. Der hat hier auch noch einen Entspannungspool, der liebe Rudi. Hier gibt es noch Orangenbäume und ein orangenes Pavillon. Und dann wird es hier zum Flughafen gehen. Das war eine mega kurze Führung, hat aber doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich möchte das so halten, diese Serie, dass ich von Zeit zu Zeit euch meine Insel präsentiere, zeige, was es Neues gibt, wie ich sie umgebaut habe und dass ihr ein bisschen teilhabt in den Kommentaren oder einfach ein bisschen beim Zuhören. Deswegen beende ich dieses Insel-Update für heute. Hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß in Animal Crossing und wünsche euch noch ganz viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You